Wir stoßen gleich ein. Willkommen bei Maluni TV, Abteilung Wissen, Bereich Wissen und Unterbereich Weinanbaugebiete. Und jetzt haben wir ein riesiges Weinanbaugebiet und es ist das Burgund. Natürlich gibt es da ja, Côte Nuit, Côte Bon und so, aber wir haben was Weißes drin. Mhm. Und wir haben uns gedacht, wir steigen heute mal so ein, hey, weißer Burgunder eigentlich für viele unbezahlbar oder Menschen wollen das nicht ausgeben. Glauben viele. Glauben viele. Und dann gibt es was interessant ist, und zwar ist es das Mâconnais. Genau. Was macht es so aus? Und wieso können wir trotzdem, dass es ein Burgunderweißer ist, mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis hier Spaß haben? Das Mâconnais ist natürlich erheblich günstiger, weil es eben nicht das Renommee mitbringt, wie die Weißweine der Côte Bohnen, die Montrachets und so weiter. Liegt nördlich vom Beaujolais, ja, also deutlich südlicher, ist auch wärmer dort. Die Weine sind weicher, runder, fruchtiger letzten Endes, auch meistens mit weniger Holzausbau als die großen Weine und dadurch vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach durchaus sehr erfreulich. Gut, riechen wir mal rein. Schon exotische Aromen. Also, praktisch kein Holz, das ist schön saftig, Chardonnay pur. Die Chardonnay-Rebe vermuten ja viele, dass sie eben auch von dort stammt, weil es dort auch eine Gemeinde namens Chardonnay gibt, ist aber nicht bewiesen. Ja. Cremig, fein. Ja, mittleres Gewicht. Durchaus auch noch eine schöne Frische. Also man merkt schon, dass es noch ein Wein aus einem relativ kühlen Klima ist, ja, dem man tolle Eleganz hat. Schöne Länge, griffig. Mann. Wie ist das Gebiet eigentlich nochmal so vom Relief her? Wir haben sehr viele Kalksteinböden auch, wie eben auch an der Côte d'Or im Norden. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, viel Spaß für wenig Geld und ein Allrounder fürs ganze Jahr. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.